Hallo zusammen. Manche Hobbys sind ja extrem gefährlich. Heute Morgen hatten wir mit dem Leichtflugzeug um die Welt hier Iron Man, sonst irgendwas. Die bayerische Kultur hat natürlich auch extrem gefährliche Hobbys zu bieten. Und dazu gehört Schafkopf sicherlich dazu. Also wenn Sie die nächsten beiden Herren hier in der Kneipe sehen, gehen Sie lieber einen Tisch weiter, weil die werden Sie sicherlich abzocken im Schafkopf. Da haben wir Franz Pfeifroth, der 40 Jahre seines Berufslebens als Informatiker bestritten hat und leidenschaftlich Schafkopf spielt. In seiner Rente entwickelt er seit 2003 mit seiner Neigung, wie er sagt, zum hobbymäßigen Programmieren, unter anderem die App Schafkopf Champion. Obwohl diese schon hervorragend spielt, hat er 2019 dann nochmal einen Gang höher geschaltet und sich mit Schafkopf und KI beschäftigt und mittlerweile unseren Kollegen auch ein bisschen mit ins Boot geholt, den Alex Sedelmeier. Und ob die beiden jetzt schon Angst vor ihrer eigenen KI haben müssen und am Ende in der Kneipe anschreiben müssen, das werden sie uns in ihrem Vortrag erzählen und wir freuen uns drauf. Genau. Also wir werden ein bisschen was über Schafkopf-KI erzählen. Das ist quasi ja, das Thema dann meiner Masterarbeit, das ich auch schon bei TEG machen dürfte. Vielleicht zuerst ganz kurz, was Schafkopf ist, Schafkopf überhaupt ist für ein Kartenspiel. Das wird wahrscheinlich auch nicht jeder kennen, also in der Einführung, danach werden wir ein bisschen neuronale Netze anschauen, wie man die vielleicht bei Schafkopf anwenden kann und ob man auch eine selbstlernende KI hinbekommt mit Monte Carlo Tree Search und am Schluss kleines Fazit und Q&A haben wir sicherlich auch noch Zeit. Genau, was ist Schafkopf? Das ist ein bayerisches Kartenspiel mit 32 Karten, 4 Spielern, stichbasiert. Ähnlich wie Skat oder Bridge oder Doppelkopf, kennt man vielleicht als Vergleich, ist vom Prinzip relativ ähnlich. Also es gibt zwei Spielphasen. Zuerst wird der Spieltyp bestimmt, also der Spielmodus in so einem Art Beat-Prozess. Und danach werden alle Karten ausgespielt. Die höchste Karte macht den Stich und jede Karte hat einen bestimmten Punktwert. Am Schluss gewinnen die Spieler, die mehr Punkte haben, zusammen. Also sieht ungefähr so aus. Zuerst wählt man aus, welches Spiel man spielen möchte. Da gibt es dann sowas wie ein Rufspiel. Da spielt man dann mit einem anderen Spieler zusammen. Zum Beispiel Rufspiel Eichel spielt man mit dem Spieler, der das Eichel Ass hat. Da weiß man am Anfang auch noch gar nicht, wer das ist. Das kommt dann erst auf im Laufe des Spiels. Also da ist dann auch versteckte Komplexität und unbekannte Informationen mit drin. Und danach werden die Stiche ausgespielt. Ja, hier bei einem schönen Solo hat er den Stich gemacht mit seinem Trumpf. Und am Schluss bekommen die Gewinner ein Reward ausgezahlt, in der Kneipe normalerweise ein bisschen Kleingeld. Genau, dann ist jetzt die Frage, warum überhaupt Schafkopf? Wurde mir damals vorgeschlagen, sogar von Henrik, glaube ich, als Masterarbeitsthema, eine KI dafür sich anzuschauen. Ist aber auch spieltheoretisch tatsächlich sehr interessant, weil es mit unvollständiger Information ein Spiel ist. Logischerweise kennt man die Karten der anderen Spieler nicht und auch weiß nicht unbedingt, mit wem man vielleicht zusammenspielt am Anfang. Und es ist ein Multiplayer-Spiel, was es auch konzeptuell deutlich schwerer macht. Also im Vergleich zu den bekannten KIs so von den letzten 15 Jahren. Checkers wurde vollständig gelöst. Da ist mittlerweile also klar bewiesen, dass das immer, wenn beide Spieler perfekt spielen, unentschieden ausgeht. Ist aber ein Brettspiel, hat ungefähr 10 hoch 20 als Größe vom Spielbaum. Schafkopf hat ungefähr 10 hoch 34, ist also auch da ein gutes Stück größer. Dann Schach und Go, was Schach schon vorher und dann Go mit AlphaGo und AlphaZero geknackt wurde, mit Deep Neural Networks und Monte Carlo Tree Search so einer Kombination. Aber auch vollständige Informationen und nur zwei Spieler. Und bei Poker gab es Libratus auch vor ein paar Jahren, waren auch beim Big Tech Day, haben das mal vorgestellt. Wurde Heads Up, No Limit, Texas Hold'em Poker, wurden auch die menschlichen Profis geschlagen. Allerdings auch wieder nur Heads Up, also nur zwei Spieler. Und das Multiplayer macht eine zusätzliche Komplexität rein, weil mathematisch die ganzen Konvergenzgarantien da verloren gehen. Und meine Masterarbeit war dann quasi zu untersuchen, ob sich denn diese Techniken auch auf Schafkopf trotzdem anwenden lassen. Das habe ich dann versucht und einen Proof of Concept gemacht, habe mir das Counterfactual Regret Minimization angeschaut von Poker, das hat leider sich nicht sehr gut anwenden lassen auf Schafkopf.
Monte Carlo Tree Search habe ich mir angeschaut, so von AlphaGo inspiriert und nur angepasst eben an dieses Setting mit unvollständiger Information und auch ein Proof of Concept gemacht für neuronale Netze, die Spielauswahl jeweils eins, ein Feed-Forward, Standard-Classifier und ein Long-Short-Term-Memory-Netzwerk für die Spieldurchführung, um die nächste Karte vorherzusagen. Und in der Zwischenzeit hat Franz sich auch eben an die KI gemacht, wie vorher schon vom Maximilian geteasert, und für die Spielauswahl auch schon ein Netz trainiert. Und da wird jetzt Franz gleich den nächsten Teil erzählen, wie er das gelöst hatte. Gut, ich spreche jetzt über das... Kann man mich hören? Ich habe da irgendwie so eine Rückkupplung im Ohr. Okay. Über neuronales Netz für die Spielauswahl. Das ist ein System, das habe ich schon gebaut gehabt, bevor ich auf TNG gestoßen bin, weil ich mich einfach interessiert habe, was kann KI und was kann ich damit nicht machen, was kann ich nicht mitmachen. Da wollte ich einfach, hat mich das interessiert und dann habe ich das Thema Schafkopf gewählt, weil ich eine Schafkopf-App hatte und dadurch in der Lage war und bin, und das ist mein riesengroßer Vorteil, mir beliebig viele Testdaten und Trainingsdaten in hoher Qualität zu erzeugen. Also das ist einfach, das war der Hauptgrund, warum ich mich dann mit Schafkopf und KI beschäftigt habe. Zunächst mal zu Schafkopf. Schafkopf ist kein Spiel, es ist eine Spielesammlung. Also es gibt hier 10 Spiele, die ich in meiner KI, also im Beat-Prozess unterstütze, vom Ars-Spiel bis zum Solo-C. Ich will das nicht erklären, was ein Solo-C ist. Wer es nicht weiß, kann nachschauen. Und hier habe ich die Verteilung der Spiele aufgeführt. Also es ist so, dass die Weiter, das heißt, ich kann nicht spielen mit meiner Hand, liegt bei meiner App, wenn ich das hoch aggressiv einstelle, bei knapp 59%. Ich schätze, bei normalen Spieldurchführung mit mittelmäßigen Spielern liegt sie vielleicht bei 55-54%. Aber es liegt bei mir, wenn die aggressiv eingestellt ist, bei 59%. Das nächsthäufigere Spiel ist eigentlich dann der Farbwinds, den wir zum Schluss in dem Spielprozess überhaupt nicht mehr berücksichtigten, sondern wir spielen dann nur Wends und Solo. Die Summe der möglichen Spiele liegt bei diesen 600.000 Kartenverteilungen, die ich hier ausgewählt habe, gibt 642.000 mögliche Spiele. Das heißt, dass natürlich mitunter mehr als ein Spiel möglich ist. Ich kann ein Solo spielen und kann ein Ass spielen oder ich kann ein Solo spielen und kann ein Wenn spielen und. Und wenn ich ein Solo-Du habe, kann ich ganz sicher auch ein Solo spielen. Ja, diese Fälle gibt es natürlich dann. Die Wahrscheinlichkeiten für die Solo-Dus, die liegen bei 0,0 irgendwas Prozent. Die sind im Prinzip für die statistische Auswertung zu vernachlässigen, sind natürlich eine Herausforderung für das Training. Mein Ziel war, ein Modell zu haben, mit dem ich alle Spieltypen, die hier vorkommen, zuverlässig erkannt werden. Das und mit reinen Mitteln der KI, also ohne den KI-Hosenträger, wo man zum Schluss nochmal die illegalen Dinge wegschmeißt oder sowas. Das war mein Ehrgeiz, das so zu bekommen. Und das Modell sieht dann im Endeffekt so aus. Input sind einfach die 8 Karten, die ich habe, plus die Position. Die Position, bin ich erster, zweiter oder dritter, ist natürlich sehr wesentlich, speziell beim Wenz zum Beispiel oder auch beim Solo oder Solo-Two. Es gibt viele Dinge, die kann ich vorne spielen, aber nicht in der Mitte oder hinten. Deswegen ist das eine wesentliche Information. Es gibt dann pro Spieltyp ein eigenes Submodell, das eigens trainiert wird und das als Ergebnis dann liefert, entweder ich kann das spielen oder ich kann das nicht spielen oder ich kann das spielen und ich würde spielen in dieser Farbe. Also beim Solo gibt es dann 5 Antworten, die gibt es Nein, Schelle, Herz, Grün, Eichel. Punkt. Und nachdem, wenn man mehrere Spiele möglich sind, muss man immer noch mal ein Spiel auswählen und das mache ich dann in einem nachgestalteten neuronalen Netz, Submodell, also das Ganze ist ein neuronales Netz, aber das sind Submodelle, die ich dann zusammengefügt habe, die ich einzeln trainiert habe und dann zusammengefügt und nochmal gesamt trainiert habe. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Und das Spielauswahl sagt dann, welcher Spieltyp gespielt wird. Ich habe da verschiedene Versuche gemacht, hier in dem unteren Bereich des Spieltyps auch die Farbe mit hineinzubekommen, das ist
vollkommen schief gegangen, weil die Farbauswahl halt doch wieder spieltypspezifisch ist. Deswegen habe ich hier praktisch zwei Output-Größen. Ich schaue die mir mit dem Hand drauf. Das ist, da habe ich zwei Output-Größen. Das eine ist der, na, das ist fix, der Spieltyp, den nehme ich von hier unten. Wo ist denn die Maus? Hier. Und das andere ist die Farbe. Das heißt, wenn ich einen Spieltyp Solo habe, dann nehme ich die Farbe für den Solo, der gespielt wird, von dieser Output-Größe. Also das ist das Grundmodell. Klingt, sieht ziemlich kompliziert aus. Ist es vielleicht auch. Wie sieht so ein Submodell aus? Diese spielspezifischen Submodelle sind in der Regel relativ einfach. Alle haben den gleichen Input, kriegen den gleichen Input und dann habe ich halt drei Dense Layers, die mit den Output erzeugen. Das ist nochmal so ein Auszug aus dem Plot von Keras. Hier habe ich rechts ist das Solo C, neuronales Subnetz. Das besteht nur aus einem Layer, da geht es mit einem Layer. Der Solo Do geht mit zwei Layern, habe ich probiert. Bei den anderen Tools habe ich es nicht mal probiert, die gingen wahrscheinlich auch mit zwei Layern, aber das C geht mit einem Layer. Da muss man aber ganz speziell trainieren. Aber das, und unten ist dann die Spielauswahl. Die Spielauswahl kriegt zwei Inputs, einmal die Ergebnisse der Submodelle plus nochmal die Karten. Weil so Spielauswahl ist entscheidend, dass man die Anzahl der Laufende zum Beispiel weiß. Weil ich spiele natürlich lieber ein Vance mit drei als ein Solo mit zwei. Das, wenn ich die Chance habe. Je nachdem, wie das Risikoverhältnis ist. Eigentlich ist es der Erwartungswert des Gewinns, den man da auswählt, intuitiv. Das ist aber intuitiv, ist mit neuronalen Netzen ein bisschen schwierig. Gut. Warum drei Layer in den Dense-Ebenen? Das hat ganz einfachen Grund. Also ich habe das an dem Ass-Spiel, Rufspiel, verifiziert. Rufspiel hat drei Regeln. Ich kann das Herz Ass nicht rufen, ich muss die Farbe haben und ich darf nicht die Ass haben. Mehr Regeln gibt es nicht. Und ich habe lange gebraucht, es hat Wochen gedauert, bis ich ein neuronales Netz hatte, mit dem diese Regeln zuverlässig erkannt wurden mit meinen Trainingsdaten. Und das ging mit zwei Dense Layern nicht. Mit drei Dense Layern ging es. Das war so eine Art Saulus-Paulus-Moment, dass ich das hatte. Da habe ich das erste Mal geglaubt, dass KI wirklich was kann. Vorher war ich noch sehr, sehr zweifelnd. Gut, jetzt wollte ich noch ein bisschen über das Thema Trennschärfe reden. Diese Submodelle müssen ja sehr scharf unterscheiden können, was ist ein Solo-Do und was ist ein Solo. Wie gesagt, jeder Solo-Do ist ein Solo, das ist einfach. Aber ein Solo-Do, das weiß jeder Spieler sofort, ob es ein möglicher Solo-Do ist oder nicht. Wenn er einen Zehner-Spatzen hat oder einen König oder sowas, ist es kein Solo-Do. Wenn er einen Ass-Spatzen hat, kann es einer sein, je nachdem, wie die Kante spielen will, ob er vorne ist oder nicht. Aber diese Trendschärfe beizubringen, war ein Problem. Ich hab da auch etwas experimentiert und es ging mir eigentlich nur dann, indem ich die Trainingsdaten angereichert habe, dass ich natürlich Trainingsdaten erstellt habe mit vielen Solo-Dos. Wenn ich die rein statistischen Solo-Dos nehme mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,023%, da komme ich nicht weit. Ich habe das Modell trainiert mit vielen Solo-Dos und vielen Fast-Solo-Dos. Und dazu immer noch beigemischt normale Verteilungskarten. Weil wenn man die nicht beimischt, dann ist dieses Modell, erkennt dann die Abgrenzungen nicht. Also die Modelle wurden trainiert mit vielen Solo-Dos und vielen Fast-Solo-Dos. Und damit ging das. Andere Beobachtung waren viele schlechte Einzelspiele. Also es wurden sehr viele schlechte Solos gespielt oder schlechte Farbwänze. Und da ist es auch, das ist auch eine Frage der Trendschärfe zwischen einem Solo und einem Ass-Spiel. Das ist eine sehr schwammige Grenze. Das macht der eine Spieler so, der andere so. Die Einschätzung ist manchmal intuitiv, was man annimmt, was die anderen haben. Das ist also keine scharfe Grenze, das ist eine schwammige Grenze. Und wenn man mit aber einer durchschnittlichen Verteilung der Solos trainiert, wird diese Grenze, das ist meine Beobachtung, nach unten gedrückt. Er spielt dann mehr schlechte Spiele, als zulässig wären.
Deswegen war hier der Ansatz, und das hat auch funktioniert, dass ich die Trainingsdaten mit einer normalen Verteilung des Solos gemacht habe und noch etliche gute Solos dazugebracht habe. Damit wird die Grenze für die Solos, was ein Solo ist, nach oben gehoben. Wie gesagt, das ist alles, das sind Beobachtungen, die gemacht werden. Also ein Beispiel für den Trainingsumfang. Grundsätzlich habe ich so Submodelle mit so 600.000 Spielen gemacht, normalerweise mit normaler Verteilung, zufällig erzeugt. Und bei dem Solo, das ist also diese Zeile hier, da habe ich halt jetzt zum Beispiel 100.000 gute Solos, 600.000 normale Spiele und 100.000 gute Solos dazu gemischt und damit trainiert. Wie gesagt, der Vorteil, das kann ich alles machen, weil ich halt die App habe und mir die Daten eigentlich in den Schoß fallen. Das Gesamtmodell, unten die Spielauswahl, habe ich dann zum Schluss nochmal trainiert mit 1,2 Millionen Spielen. Also, gut. Wie sind die Ergebnisse? Das ist so eine Auswertung aus, mit 80.000 Testspielen. Und die Ergebnisse, dass er genau das Spiel spielte, das, oder eines der Spiele spielte, die ich spielen wollte, liegt bei 98,25%. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, also statistisch gesehen ist es sehr ordentlich, würde ich sagen, für Key-Ergebnisse. Es fällt auf, dass hier die Wands und Farbwände da die größten Abweichungen haben, aber das liegt auch daran, dass praktisch jeder Wands auch ein guter Farbwands ist. Also da ist die Grenze zwischen diesen beiden ist schwierig hervorzurufen. Und was ich ganz stolz war, dass er alle Solo-Tools, die da drin waren, in diesen 80.000 Spielen erkannt hatte. Gut. Was habe ich gelernt? Gut, das erste ist eine Binsenweisheit. Die Qualität des Ergebnisses hängt natürlich sehr stark von der Qualität und Anzahl der Trainingsdaten ab. Ich habe hier spielspezifische Submodelle gebraucht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man zwischen mit einem, sagen wir, ein Modell ohne Submodelle diese Spieltypen wirklich unterscheiden kann in hoher Zuverlässigkeit. Mehrere Dance Layers waren für mich ein Schlüsselelement. Also dadurch wurde die Regeleinhaltung erst möglich. Codierung der Karten ist ein wesentlicher Punkt. Habe ich nicht diskutiert, will ich nicht diskutieren, ist ganz anders als bei ihm hier oder bei dem Daten hier, aber war wichtig. Auch ohne die richtige Codierung der Karten hat das einfach nicht konvergiert. Und angereicherte Trainingsdaten. Das, um diese Submodelle vernünftig zu trainieren und die Grenzen zwischen den Submodellen vernünftig zu trainieren, muss man ihm angereicherte Daten geben. Gut, also mein Fazit, das war der Stand, bevor ich dann mich weiter umgeschaut habe. Ich hatte eine gute Lösung. Ich war mit der Lösung zufrieden, bin es heute auch noch. Habe aber gedacht, eigentlich ist es ja nicht der Sinn der KI, dass ich ein Problem löse, das ich ohne KI schon gelöst habe. Es muss noch etwas mehr geben. Gut, damit kommen wir dann zum dritten Punkt. Neuronales Netz für die Spieldurchführung. Ich hatte dann angefangen, nachdem ich diese KI fertig habe, mich damit zu beschäftigen. Habe mit Reinforcement Learning experimentiert. Da gibt es ein System namens RLCard von einer texanischen Universität. Das mag man dann Open, Gym, Environments und solche Dinge. Habe das zum Laufen gebracht, bin aber gescheitert, weil ich habe das zum Beispiel solo probiert und der hat zwar Solo-Spielen gelernt, aber die Gegner, die gegen ihn spielen, haben die gleiche Taktik gelernt. Die haben auch Trumpf rausgespielt, wenn sie dran waren. Und das ist eigentlich nicht das, was man will. Ich nehme an, dass das irgendwo mein Fehler ist. Wenn irgendjemand Reinforcement Learning gut kennt und meinen Code reviewen will, wäre ich sehr dankbar. Okay. Dann habe ich das Ganze mal zur Seite gelegt, ein halbes Jahr, und dann bin ich zufällig auf den Vortrag von Alex über seine Diplomarbeit beim Big Data gestoßen. Dann habe ich hier mal eine Mail geschickt und wollte Nutzung zur LSTM, und ja, jetzt bin ich da. So kam das zustande. Das Spielmodell für die Spieldurchführung, also Abarbeitung der Stiche, also die Spieldurchführung heißt, ein Spiel ist ausgewählt, ein Spieler ist dran, N Karten sind gespielt und ich wähle aus den Karten, die der Spieler noch hat, die N plus 1. Karte raus. Dieses Modell ist im Prinzip das, was Alex in seiner Diplomarbeit hatte.
die Eingangsdaten, Ausgangsdaten waren etwas unterschiedlich, haben sie etwas angereichert. Im Prinzip gibt man hier die gespielte Karten. Also wenn ich den, im dritten Stich die erste Karte haben will, gebe ich 8 Kartenstiche schon vor und sage dann, dass du bist jetzt dran, jetzt gib mir die 9. Karte für die Karten, die dieser Spieler, der jetzt dran ist, noch in der Hand hat. Also es ist schon darauf geachtet, dass man nicht bescheißt und den anderen in die Karten schaut. Also es sind die Karten dieses Spielers. Und ich habe die Spielerhand ein bisschen, die hattest du, glaube ich, nur hier in dem Dance Layer. Und die habe ich jetzt, die war aus meiner Sicht, und das hatte ich auch bestätigt, wichtiger, die in dem LSDM Layer zu haben. Und ich habe noch zusätzliche Informationen mitgegeben, wie wer ist der Spieler, ist die Trumpf Ass schon gespielt, wer hat die Ass, die Groove Ass. Aber erst dann, immer nur dann, wenn sie für den Spieler, der dran ist, zurzeit auch verfügbar ist, die Information. Also das ist schon eingeregt. Und danach kommt ein Dance Layer und das Ergebnis ist eine von 32 Karten. Jetzt will ich kurz auf den LSDM-Layer eingehen. Die Aufgabe der Spieldurchführung ist eigentlich wesentlich schwieriger als die der Spielauswahl. Das Modell ist wesentlich einfacher, obwohl die Aufgabe komplexer ist. Woran liegt das? Das liegt an diesem LSDM-Layer. Dieser LSDM-Layer ist eigentlich ein Vierfach-Layer in sich, der für Sequenzen geeignet ist. Mit dem man also diese Leute, die jetzt Sprache machen oder Musik machen, die haben alle LSDM-Layers drin. Irgendwo sind die LSDM-Layers, um hier die nächsten Dinge zu bewerten, unter Berücksichtigung der Vergangenheit. Das heißt, die haben halt interne Zustände, ich will das nicht genau erklären, schon gar nicht in Mathematik, die habe ich selber nicht verstanden, aber sie haben interne Zustände und sie bestehen aus mehreren Gates und allen möglichen. Grundsätzlich kann man sich das so vorstellen, ein Dance-Layer ist ein ganz grob verdrahtetes Gebilde. Jeder Eingangspunkt wird mit jedem Knoten, der Neuron des Dance-Layers verbunden und jeder Knoten des Dance-Layers wird mit jedem Ausgangspunktknoten verbunden. Und hier ist eine intelligente Vernetzung der Neuronen in diesem LSDM-Layer vorhanden. Also das ist ein relativ komplexes Gebilde mit einer relativ komplexen Mathematik dahinter. Nur um die Größenordnung zu geben, wenn ich hier 750 Zellen habe für diesen LSDM-Layer, gibt das 3,2 Millionen Parameter, die für diesen Layer errechnet werden, also mit meiner Input-Output-Struktur. Ich habe einen Versuch gemacht mit 1250 Zellen, da bin ich schon bei 7 Millionen oder sowas. Das wächst dann sehr, sehr schnell, die Anzahl der Parameter. Gut, Überraschungen, was ich hier erlebt habe. Erstens, Spielstück-Submodelle waren nicht nötig. Ich habe Solo, wir haben also nur 3 Spiele konzentriert, Ass-Spiele, Solo und Vents. Ich habe alle 3 getrennt trainiert, habe es getestet, habe ein gesamtes Modell getrennt, beides praktisch identische Ergebnisse. Ich weiß nicht warum, ist so. mehrere Dance-Layer verbessern es nichts. Und also wenn ich hinten nach noch mehr Dance Layer mache und versuche, da mehr Regeltreue zu erzielen, bringt auch nichts. Das liegt aber meines Erachtens, da habe ich zumindest eine für mich plausible Erklärung, daran, dass der LSDM-Layer eigentlich schon 4 Layern entspricht und die noch dazu intelligent sind. Intelligenter als der Dance Layer. Gut, eigene Modelle für Spieler und Solo verbessern nichts. Ich habe also ein Modell trainiert, wo nur der Solo-Spieler ein Modell hat und die Gegner haben auch ein Modell. Also es wird mit 3-mal so viel Daten gefüttert wie der andere und auch da ist in der Spielweise kein Unterschied festzustellen, also kein signifikanter Unterschied. Da hätte ich hätte geschworen, dass das was bringt. Ich hätte hohe Beträge gewettet, dass das was bringt, aber bringt nichts. Letzter Punkt hier, spezifische Codierung der Karten ändert auch nichts. Ich habe versucht, anstatt 32 Outputs nur mit 8 Outputs zu arbeiten, weil man hat ja nur 8 Karten in der Hand, man kann also höchstens 8 spielen, ändert nichts. Ich habe andere Codierungen versucht, ändert auch nichts. Also die Codierung, die ich verwendet habe für den Speed-Prozess, die da notwendig war, bringt hier auch keine Änderung. Es gibt eine Reihe von Punkten, die Fragen für mich stehen, wo ich auch keine plausible Erklärung habe. Es ist aber so. Was jetzt auffällt hier in diesem Modell noch, es gibt noch 2, also, sage ich zum Schluss. Machen wir weiter. Kleine Pause, ich war schon wieder im Galoppmodus.
Zum Trainingsumfang. Ich habe das trainiert mit zwei Trainingssets. Das Haupttrainingsset, immer um eine Benchmark zu haben, waren 60.000 Spiele, wobei das 20.000 Solo, 20.000 Vents, 20.000 Rufspiele sind. Und habe 10 Epochen trainiert, wobei da bei der 8., 9., 10. Epoche schon keine Änderung mehr eintrat. Also ist er schon in das Thema, wie heißt das, Overfitting geraten, also in den Overfitting-Prozess. Also 60.000 Spiele heißt aber pro Spiel 28 Züge, also die letzten vier Mal braucht man nicht, hat jeder nur noch eine Karte. Also 60.000 mal 28 Züge sind 1,7 Millionen Züge, das ist also nicht ganz klein die Menge. Dann habe ich versucht, noch mal 150.000 Spiele mit einer ähnlichen Verteilung zu trainieren, aber normalerweise gibt es da nach ersten, zweiten Epoche ist das schon eher nichts mehr zu machen, geht keine Information mehr rein. Also die Aufnahmefähigkeit von dieser LSDL-Layers scheint begrenzt zu sein, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich habe auch mit 1000er oder 1200er LSDM-Layers probiert. Das ist erheblich mehr. Wie gesagt, bei 1200er LSDM habe ich 8 Millionen Parameter, die berechnet werden. An dem Modell, das ich jetzt verwende zum Spielen, haben wir 2 Millionen Parameter. Also das ist schon vierfach viel, bringt aber eigentlich nichts am Ergebnis. Also ich vermute, das ist aber reine Bauchherausgefühl, dass die LSDM-Layers eigentlich ihre Kraft mehr entwickeln, wenn die Sequenzen länger sind. Ich habe ja nur Sequenzen von 28 und das ist eigentlich für einen LSDM-Layer, finde ich, sehr kurze Sequenzen. Dass dadurch, aber das müsste man die Erfinder des LSDM-Layers und die Mathematiker wahrscheinlich fragen. Ob das eine zulässige Schlussfolgerung ist oder einfach nur Quatsch, das weiß ich nicht. Aber wie gesagt, die Erkenntnis ist, diese LSDM-Layers habe ich mit diesen Testdaten aus meiner Sicht schon an die Grenze der Aufnahmefähigkeit gebracht. Gut, zu den Ergebnissen. Ich habe jetzt dann je ein Netz trainiert mit diesen 60.000 bis 150.000 Spielen und habe je 10.000 Spiele von Rufspiel, Ast und Solo gemacht und habe dann die Anzahl der Züge gewertet. Und es ist so, dass also bei in der Größe von 95% genau die Karte gespielt wurde, die ich haben wollte. Exakt die Karte gespielt worden ist. Ich habe jetzt dann noch so ein bisschen kalkuliert, was äquivalente Karten sein könnten. Also wenn ich einen Neuner erwarte und er gibt einen Achter dazu oder umgekehrt, das ist äquivalent. Das kann im Zweifelsfall kann es sein, dass da ein bisschen eine Unschärfe drinsteckt, aber ungefähr ein Drittel dieser Fälle, die nicht die gleiche Karte ist, dürften äquivalente Karten sein, die meines Erachtens auch gelten. Das heißt, ich komme auf eine Problemrate von den Karten in der Größenordnung 3-4%, die möglicherweise Problemkarten sind. Ich weiß nicht, ob es Problemkarten sind. Das sind also möglicherweise. Es ist also, ja, die Frage ist, die ich dann nachher diskutieren würde, heißt das, das ist gut oder heißt das, das ist schlecht? Was heißt das denn? Ich wollte noch gerne auf diese Zeile hinweisen. Illegale Züge. Es ist nicht vermeidbar, offensichtlich bei diesen neuronalen Netzen, dass es auch eine gewisse Fehlerquote von Zügen gibt, die einfach nicht gehen. Dass er also eine Karte spielt, die er nicht in der Hand hat oder eine Karte spielt, die schon gespielt ist oder sonst irgendwas. Es ist mir nicht geglückt, da besser zu werden, aber wenn man sich das anschaut, bei 10.000 Spielen sind das 28.000 Züge, da liegt das im Promillebereich, im unteren Promillebereich. Aber diese Quote ist da. Worauf jetzt noch da unten die Punkte würde ich kurz erwähnen, worauf ich relativ stolz bin, ist, dass er es gelernt hat, so Feinheiten wie davonlaufen zu lernen. Wer Schafkopf nicht kennt, dem will ich es nicht erklären, aber das ist gar nicht, das ist eine, diese Situation kommt in dem Datensatz für Rufspiele, dass jemand die Ast zu viert hat, kommt 459 Mal vor, davon sind 211 Mal, wo er davonlaufen könnte und 202 Mal macht er es. Und das, finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Lernerfolg. Da war ich eigentlich, das hat mir eigentlich gut gefallen. Dann ist so ein Phänomen, das auftritt, und das ich beobachtet habe, das war beim Solo hauptsächlich auftritt, ist, dass er halt falsch spielt, also aus meiner Sicht schlecht spielt, indem er als Gegner einen Trumpf ausspielt. Es gibt im Solo schon den Fall, dass ich als Gegner einen Trumpf spiele,
wenn ich zum Beispiel will, dass meine Mitspieler endlich schmieren oder sonst was, aber das ist selten. Und hier habe ich 482 Mal den Fall, dass er das ausspielt. Komischerweise ist das das gleiche Phänomen, oder das ich mit dem Reinforcement Learning hatte. Da wurde auch von dem Gegnern spielen im Solo-Trumpf gespielt. Ob es da einen Zusammenhang gibt, ist reine Spekulation. Gut. So, jetzt die Frage, wie gut spielt das Modell? Problemquote von 4% klingt zunächst ganz ordentlich, aber das heißt, dass bei 28 Zügen pro Spiel in jedem Spiel ein schlechter Zug dabei ist. Das heißt, wenn ein KI-Spieler eine Runde spielt, macht er einen Bock, theoretisch einen Bock. Das Schlechte steht in Anführungszeichen, weil ich, das kann ja auch ein guter Zug sein. Aber wenn er in jeder Runde ein Spieler einen Bock macht, ist er kein guter Spieler mehr. Punkt. Jetzt habe ich gemacht Turniere gespielt gegen den Heuristik-Player bei seiner Diplomarbeit und gegen Players, die mit seinen neuronalen Netzen arbeiten. Und da sieht es so aus. Die erste Zeile hier, da spielt FB, heißt Franz Pfeiffer Player oder Franz Pfeiffer NN Player. der gewinnt natürlich gegen drei Heuristik-Player haushoch. In der nächsten Zeile, also wenn er zwei FB-Player gegen zwei Heuristik gewinnen, die auch haushoch. Und wenn drei FB-Player gegen einen Heuristik-Player will, dann hat er auch überhaupt keine Chance. Also ist klare Aussage, das Modell spielt deutlich besser als die Heuristik-Player. Dann habe ich noch Tests gemacht, indem ich den Franz Pfeiffer-Player gegen den Alex Sedlmayr-Player habe spielen lassen. Und auch da ist es so, dass der FB-Player deutlich besser ist. Das alles ist natürlich jetzt keine dieser Turniere, die da gespielt werden, sind 100 Spiele, wo jede Karte mal kommt. Das ist also für statistische Auswertung, sagen wir, noch nicht mal am unteren Ende. Die eigentliche Frage ist, wie gut spielt das Modell? Ist meines Erachtens durch Spielen beurteilbar. Alex hat ein GUI implementiert, das auch im Showcase zu sehen ist. Und ich habe damit gespielt, nicht viel. Ich habe offen, wir haben eingestellt, dass ich offen spielen kann, weil da sieht man viel besser, ob er vernünftig spielt, also alle Spiele vernünftig spielen. Und mein Fazit ist, ja, der spielt okay. Manche Züge sind noch schlecht. So für mich die untere Grenze des Akzeptablen. Und ich würde das so noch nicht veröffentlichen in einer App oder sowas. Also da müsste schon noch etwas mehr Substanztraining rein. Also ich würde mich gerade so ein Thema Trumpfausspiel beim Solo, da würde ich mal mir ein Nachtraining überlegen. Aber das weiß ich nicht. Gut, damit bin ich jetzt im Schweiz. No, haben wir noch eine Viertelstunde oder? Viertelstunde. Genau. Doch, das ist ja wunderbar. Ich bin so schnell. Bisher haben wir ja quasi dann nur supervised trainiert und die Idee wäre ja auch vielleicht dann irgendeinen Reinforcement-Ansatz draufzuwerfen, damit das irgendwann auch besser wird als die Trainingsdaten. Was ich in meiner Masterarbeit ja auch schon untersucht habe, war Monte Carlo Tree Search, quasi so inspiriert damals, was da ja ganz neu war mit AlphaGo, mit Monte Carlo Tree Search die neuronalen Netze kombinieren und da, um zu schauen, ob das besser wird. Und da vielleicht eine kurze Wiederholung oder Einführung, was Monte Carlo Tree Search ist. Das ist quasi ein iterativer Algorithmus, der den Spielbaum einfach aufbaut, der aus vier Phasen besteht. Also zuerst wird durch eine Tree Policy beim bisher untersuchten Spielbaum der am vielversprechendste Knoten ausgesucht mit einer bestimmten Policy. Dann wird ein weiterer Zug gemacht, der noch nicht bekannt ist. Der Baum quasi expandiert um einen Knoten. Danach spielt man das Spiel bis zum Ende mit einer Simulation. Dafür hat man irgendeine Default-Policy, die kann auch zufällig sein. Wobei wir dann natürlich die neuronalen Netze verwenden wollten. Und hinterher hat man ein Ergebnis, was beim Spiel rausgekommen ist, hat irgendwelche Rewards und merkt sich diese Statistiken dann in den Knoten, die man vorher besucht hat. Das Schöne an dem Algorithmus ist, den kann man quasi jederzeit auch wieder abbrechen, also und dann den Zug auswählen, der bisher am besten erscheint. Problematisch ist natürlich, wir haben unvollständige Informationen. Das heißt, um bis zum Ende simulieren zu können und Spiele zu simulieren, muss man sich überlegen, wie man damit umgeht. Also Kartenverteilungen samplen.
Genau, als Tree Policy, das ist quasi nur so ein Standard-Algorithmus, Upper Confidence Bounds Apply to Trees, der quasi so Exploration und Exploitation vom bisherigen Wissen aus versucht zu balancieren. Also hat man zuerst einen Term, der quasi der mittlere Reward ist, den man mit dem einen Entzug bekommen hat, den man versucht zu maximieren, und dann einen zweiten Term, der größer wird, wenn man viele Simulationen gemacht hat, das N groß wird, aber der spezielle J-Knoten noch nicht oft besucht wird, dann wächst der Term, den Knoten hat man quasi noch nicht gut untersucht, dann versucht man das, die unbekannten Gebiete im Spielbaum auch noch zu explorieren. Und als Default Policy eben unsere, ist die Idee, die neuronalen Netze zu verwenden, damit man auch ja, sinnvolle Ergebnisse, Abschätzungen der Sinn von dem Spielverlauf hat. Und wie würde dann so eine Pipeline oder so eine Iteration aussehen in der Theorie? Bin ich wieder dran? Ja, gut. Also so ist unser Aufbau, Modellaufbau. Also die Untersuchung war, können wir mit Monte Carlo Tree Search eine selbstlernende KI hinbekommen? Und der Aufbau ist eigentlich, das ist tatsächlich irgendwie verschuckt, das Bild, aber es ist wurscht. Der dritte Player ist außerhalb, aber es ist wurscht. Im Prinzip, es gibt vier Spieler, die drei Spieler spielen normal mit einem neuronalen Netz und der vierte Spieler ist ein Monte Carlo Tree Search Spieler, der spielt mit vier Simulation Players, die idealerweise auch die gleiche Spielstärke haben wie die anderen Players, also die auch mit dem neuronalen Netz spielen würden. Das ist der Versuchsausbau, wobei das Selbstlernen würde so geschehen. Man spielt so lange oder mit so vielen verschiedenen Einstellungen, bis dieser Monte Carlo Research Player stärker spielt als diese drei Player. Dass er deutlich besser ist. Ich will ja, dass er was lernt, er muss besser werden. Und danach extrahiert man die Züge, man monitort natürlich die ganzen Spiele und schreibt die auf und extrahiert man die Züge, die dieser Monte Carlo Research Player gemacht hat und trainiert mit diesen nach. In der Hoffnung, dass dann die Players hier auch besser spielen können. Und damit hätte man eine Schleife, mit der man sozusagen selbstlernend Schafkopf hätte. Dazu sage ich jetzt, da gibt es eine ganze Reihe von Fragen. Nachdem ich noch 5 Minuten habe, gebe ich die auch durch. Also die Frage ist, wie viele Spiele muss man spielen, wie viele Kartenverteilungen, wie viele Simulationen muss man machen, wenn man eine Kartenverteilung hat und was kostet das an Rechenzeit? Und dann die Kernfragen, die dahinter kommen, also wird er wirklich besser, schafft man das? Und die andere Frage, die ist für mich im ganzen Kontext, wie vorher schon ausgeführt, ist das neuronale Netz eigentlich noch aufnahmefähig? Da, wie gesagt, das weiß ich nicht. Momentan machen wir Turniere mit 100 Spielen und das ist natürlich ein Witz. Das ist für eine echte statistische Auswertung absolut nichts anzufangen. Für mich ein vernünftiger Startpunkt, um wirklich in Statistikerwert zu kommen, wären 5.000, aber unter 1.000 würde ich sagen, braucht man nicht anzufangen. Das macht einfach keinen Sinn. Wie viel Kartenverteilung, zum Thema Kartenverteilung, das ist ein sehr wesentlicher Punkt. Zufällige Kartenverteilungen sind unrealistisch. Zum Beispiel, jemand spielt einen Eichel-Solo. Gehen wir mal hierher. Dieser Spieler hier spielt einen der MTS-Spieler spielt einen Eichel-Solo. Dieser Spieler spielt die grünen Ass aus und die nächste Karte dieses Spielers soll bestimmt werden. Das heißt, dieser Spieler muss jetzt eine Karte, die Restkarten, die er hat, weiß er. Er weiß, die grüne Ass ist da weg. Aber die anderen Restkarten müssen verteilt werden auf diese Spieler. Und es müssen so verteilt werden, dass dieser CDS-Spieler einen Eichel-Solo hat. Eichel-Solo hat aber eine Wahrscheinlichkeit, wie ich vorhin hatte, von 4%. Eichel-Solo liegen dann bei 3%. Das heißt, wenn man rein willkürlich sampelt, rechnet man eigentlich nur statistischen Unsinn aus. Also das ist so der Fall. Das ist so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich bin hier, ich bin der Einzige über 70 und dadurch, dass ich der Einzige über 70 bin, ist der Durchschnittswert an Altersweisheit hier deutlich gestiegen. Ich meine, das ist er, aber anders nimmer. Deswegen
Der Grund ist, liegt natürlich darin, die Information, ich spiele eigentlich ein eigenes Solo, bedeutet was. Und diese Information muss umgesetzt werden in die Kartenverteilung. Und wenn ich wieder dran zufällig gabe, dann kriegt er siebenmal Schelle und zwei und einen grünen Ober oder sowas. Und das ist natürlich kein eigenes Solo. Ja, und dann rechne ich zu fast 100% der Fälle rechne ich Dinge aus, die vollkommen irrelevant sind. Was wir jetzt eingebaut haben, ist eine sogenannte realistische Kartenverteilung. Ich glaube, das war ich. Okay. Wir verteilen die Karten zufällig, aber unter gewissen Regeln. Es wird natürlich alle, das hatte ich ja schon drin, alle gefallenen Karten werden berücksichtigt, das ist klar. Auch das Wissen über nicht mehr mögliche Karten. Also wenn jemand Herz schon keinen Trumpf mehr hatte, kann er nachher auch keinen Trumpf mehr haben. Und wenn er grün gestochen hat, dann kann er auch keinen grün mehr haben. Also diese Sachen sind enthalten. Und danach überprüft man bestimmt als erstes die Karten für den Spieler. Und dann überprüft man mit dem neuronalen Netz für die Beat-Auswahl, ob dieser Spieler damit ein eigenes Solo spielen würde. Und das ist implementiert, das funktioniert auch, behaupte ich. Und es ist natürlich interessant, wie oft muss ich das wiederholen, damit ich überhaupt ein vernünftiges Sample kriege, eine vernünftige Kartenverteilung. Und da ist es so, bei Rufspielen gibt es 4 Wiederholungen, bei Wenn sind 60 und bei Solo sind 27. Was nicht ganz mit den Wahrscheinlichkeiten für die Spiele zusammenstimmt, aber das ist deswegen richtig, weil ich weiß ja 8 Karten, die des eigenen Spielers, mit denen ich simuliere. Gut, wie viele Samples, da kann man jetzt lange drüber diskutieren. Es gibt natürlich jetzt dieses ein Sample, die Implementierung ist multiprocessing-fähig. Wir rechnen jedes Sample in einen eigenen Prozess, weil sonst kommt man überhaupt nicht zustande. Und ich bin der Meinung, man braucht so 200 bis 500 Samples, um vernünftig zu rechnen. Alles klappt dann weniger, wenn es realistische sind, aber ich weiß es nicht. Die Frage, wie viele Simulationen. Das heißt, wenn ich habe bis zu einem Punkt gesprochen, habe die Karten verteilt und jetzt simuliere ich Spiele. Wie oft simuliere ich das, bis ich ein Ergebnis habe? Für mich das Kriterium, das zu bestimmen, ist die Suchtiefe. Das heißt, wenn ich im Baum an einem Punkt bin und mache 20 Simulationen, dann komme ich hier also 4 Karten weiter. Wenn ich 150 Simulationen mache, komme ich 7 Karten weiter. Also das sind grobe Werte, die nicht geraden, sondern gemessen sind. Und wenn ich 200 Samples mache, dann komme ich 12 Karten weiter. Bei 1000 komme ich in den 5. Stich sozusagen. Da habe ich 18 Karten. Das ist alles bezogen auf den Spielanfang. Und wenn ich am Spielanfang denke, ich, um den Monte Carlo Trisatz richtig zu nutzen, muss ich mindestens in den 5. Stich kommen, sonst macht das keinen Sinn. Also ich denke, für mich ist so die 500er Grenze ist da eine vernünftige Grenze, wobei man könnte auch einen Versuch anfangen mit 350 oder 400, was weiß ich, das kann man sich ausrechnen, aber irgendeinen in dem Bereich von mehr als 200 oder 200 und mehr. Und natürlich kann man die Anzahl der Simulationen, die geht natürlich auch in die Rechenzeit, die benötigt wird, verringern, wenn ich im Spiel schon weiter fortgeschritten bin. Wenn ich schon 6-stichige Stich gemacht habe und noch 2 Karten habe, brauche ich keine 500 Simulationen. Also da wiederhole ich 400 Mal die gleichen. Also das macht keinen Sinn. So, jetzt ganz kurz zum Dauer einer Simulation. Also das ist hier gerechnet auf eine Simulation mit einem Simulation-Spieler, einem NN-Player. Und ich will jetzt nur diese eine Zeile hier zeigen. Das ist auf meinem Laptop gerechnet. Wenn ich eine Simulationstiefe von 500 habe, dann werden 7546 Calls für den NN-Player eingesetzt. Das ist also eine relativ große Zahl. Und das heißt, dass diese Simulation, die ich machen würde, um einen Zug am Spielbeginn auf meinem Rechner zu bestellen, auf meinem Rechner 10 Minuten brauchen würde. Ich habe da noch eine weitere Rechnung, das würde ich jetzt aber jetzt ein bisschen überschlagen. Die Dauer eines Turnieres würde ich jetzt auch, also ein Turnier sind halt, ich habe n Spiele und die schiebe ich einfach die Spiele ringsrum und jeder Spieler spielt mal ein Spiel. Und ich habe jetzt eine Hochrechnung gemacht auf Basis von gewissen Zahlen. Also die AWS-Maschine, die wir hatten, hatten 64 CPUs und ich habe jetzt 500 Simulationen angenommen und 192 Samples. Also
3 Samples pro CPU und da komme ich drauf, dass ein Turnier mit 100 Spielen 19 Tage braucht oder 20 Tage. Das kann ein bisschen hochgegriffen sein, weiß ich nicht, aber es ist die Größenordnung. Damit haben wir dann nicht angefangen. Da haben wir beschlossen, wir gehen auf den, als Simulation Player nehmen wir nicht den N-Player, sondern einfach den Heuristic Player. So, jetzt muss ich schnell machen. Das ist eine wichtige Folie. Das ist so ein Versuch auf der AWS-Maschine, wo ich mal 500 Samples, 64 Samples, 500 Simulationen gerechnet habe. Und man sieht hier, dass er da über 6 Stunden ordentlich ausgelastet ist. Und die CPU ist eine Spende von TNG. Dafür wollte ich mich an dieser Stelle hier ausdrücklich bedanken. Gut, ich mache es jetzt ganz schnell. Wir haben dann anstatt dem Simulation Player, den NN Player, haben wir einfach den Heuristic Player genommen. Der Heuristic Player ist natürlich ein sehr schlechter Spieler, wie man also hier an dieser ersten Zeile ist, dass sich so wie der Heuristic Player im Vergleich zu den FB Playern abschneidet. Wenn ich mit 200 Simulationen arbeite und rein random Samples, dann wird er auf jeden Fall deutlich besser. Das heißt, dass der Monte Carlo Tree Search, der wirkt. Der hat Wirkung. Das ist eindeutig. Jetzt habe ich versucht, den Unterschied zu realistischen Samples zu machen und da sehe ich eigentlich keinen messbaren Unterschied. Das ist einfach keine Aussage, ich kann keine Aussage daraus ableiten. Ich weiß es nicht. Es hat mich überrascht. Ich hätte erwartet, dass der realistische Samples hier deutlich besser ist als der mit Random Samples. Ist aber nicht. Das kann man uns untersuchen, warum das so ist. Mein Ansatz ist, dass der Heuristic Player einfach so schlecht spielt, dass das Sampling, dass die Verbesserung des Samples wieder unterjubelt. Aber weiß ich nicht. Gut. Selbstlernende KI, also mein Fazit. Es gibt für mich keinen wirklichen Erkenntnisgewinn. Ich weiß immer noch nicht, ob selbstlernende KI für Schafkopf möglich ist. Bin eher gesagt ein bisschen mehr zweifelnd als vorher. Ich habe die Monte Carlo Research und diese Sachen hätte ich mehr zugetraut, aber ich weiß es nicht. Ein Großversuch mit Monte Carlo Research mit sehr mächtiger Hardware könnte man definieren und machen, aber man muss sich klar sein, da ist man gleich in der Dimension von, sag mal, ein paar tausend Euro Rechenzeit. Also das ist, aber das... sollte man mal in Ruhe drüber halten. Aber das wäre möglich, aber man kann das nicht mit einer AWS C46-Maschine und 48-Prozessor-Maschine, dann wartet man ein halbes Jahr, ja. Gut. Mein persönlicher Eindruck ist, oder meine persönliche Einschätzung ist, ich zweifle ein bisschen an diesem Lernansatz mit dem Monte Carlo Research. Ich würde Reinforcement Learning als den erfolgsversprechenden, reines Reinforcement als erfolgsversprechende betrachten, aber wie gesagt, da bin ich schon mal gescheitert. Wenn jemand bessere Idee hat, bitte melden. So, noch ganz kurz, 2 Folien, dann übergehe ich nochmal an Alex. Gut, also das Fazit vom Fazit vom Fazit, also neuronales Netz für die Spielauswahl ist aus meiner Sicht eine gute, zufriedenstellende Lösung. Das neuronale Netz für die Spielverfügung ist gut. Ist ausbaufähig, ist aber noch nicht gut genug. Und die selbstlernende KI mit Monte Carlo Research ist, naja, ich will das nicht wiederholen, was ich gerade gesagt habe. Und ganz zum Schluss, mein Eindruck von KI ist, KI denkt nicht, KI rechnet. Dann bedanke mich. Genau, damit sind wir fertig quasi mit dem Fazit, mit unserem Vortrag. Für mich waren die letzten Monate mit der Zusammenarbeit total irgendwie verrückt und cool und inspirierend mit Franz, als der Henrik zu mir gekommen ist. Ja, er hat da Kontakt zu einem Schafkopf-App-Entwickler und können wir da was machen? Und dann stellt sich raus, dass es Franz im Ruhestand und macht das als Hobby, möchte mal sich mit KI auseinandersetzen, ist wahnsinnig inspirierend. Und damit würde ich gleich übergehen ins Q&A mit der ersten Frage. Wie kommt es eigentlich, dass du angefangen hast, dich mit KI auseinanderzusetzen? Ja gut, das war, wie gesagt, ich habe Apps geschrieben und wollte keine App mehr schreiben. Ich hatte jetzt gerade angefangen, da gibt es aber auch gute Apps. Dann habe ich zufällig gesehen, dass Google
Colab veröffentlicht hatte. Das ist ein Environment, auf dem man im Netzwerk KI trainieren kann und KI machen kann. Und das ist das, was für mich notwendig ist, weil ich bin ein Mensch, der Systemadministration und Aufsetzen von Unix-Rechnern und diesen Zeugs, da habe ich eine angeborene Aversion oder eine antrainierte Aversion dagegen. Aber mit Colabs konnte ich ohne irgendwelche Installationen sofort arbeiten. Und es war auch da TensorFlow Lite da, dass ich die Ergebnisse in meine App einbauen könnte. Ich habe meinen Beat-Prozess mal in meine App, Schafkopf-App eingebaut mit guten Ergebnissen. Ich habe es dann wieder ausgebaut. Also ich wollte da nicht so ein hybrides Ding, aber ich weiß, dass das geht. Und ja, dann hat mich eigentlich das Thema KI immer interessiert, weil ich, wenn ich den Medien und der Presse so folge, habe ich immer den Eindruck, dass Leute, die keine Ahnung haben, mir etwas vom Pferd erzählen. Und nachdem ich jetzt praktisch so 2,5, 3 Jahre mich mit KI beschäftige, ist das kein Eindruck mehr, das ist Fakt. Ich habe eine Frage, und zwar, du hast gesagt, bei der Spielauswahl hast du nur gute Wenze genommen. Wie hast du bestimmt, ob ein Wenz gut oder schlecht ist? Man kann ja auch einen schlechten Wenz der Zufall gewinnen. Das ist der Vorteil meiner App. In meiner App muss ich natürlich auch die Spielauswahl haben, und da in meiner App habe ich Risikostufen. Ich verteile intern Risikostufen bei meiner App durch ein regelbasiertes System. Da verteile ich Risikostufen. Und für mich ist ein gutes, ich habe auch in meiner App 3 Spielertypen, die aggressiv spielen, die offensiv oder die konservativ spielen. Und da gibt es halt gewisse Stufen. Und ein gutes Spiel ist für mich unter der Bewertung 8. Die schlechtesten Bewertungen sind 20, aber die ignoriere ich alle, weil das Harakiri-Spiele sind. Die schlechten Spiele gehen von 13 bis 17, also die mittleren von 9 bis 12 oder so. Also ich habe da, das ist der Vorteil der App, dass man das auswählen kann. Das ist eine gute Frage. Weil das ist, bitte? Das ist eine eigene implementierte Regelsprache. Also wenn ich 4 Unter und 2 Assen habe, dann spiele ich im Vans. Das ist ein bisschen einfach, aber diese Apps stecken, ich habe es mal gezählt, in der Regel 1600 Regeln. Also es ist nicht trivial und es steht nicht ad hoc oder geplant, sondern es steht einfach durch Arbeit. Ja, also erstmal vielen Dank und ganz toll, ihr seid echt Helden. Ich wollte nur neugierig sein in Bezug auf diese Notwendigkeit bei MCTS, dass ihr versucht habt, die Spiele rauszufiltern, die sozusagen nicht gültig waren von der Verteilung, und interessanterweise hat es keinen Unterschied gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass selbst wenn die Verteilung sozusagen falsch ist, nicht passieren könnte, dass es trotzdem verwandt genug ist zu dem Kern des Spieles an sich und dass trotzdem sozusagen in einer Art vereinfachten Chaos-Spiel immer noch genügend zu lernen ist. Überzeugt mich nicht. ich glaube eher, dass das Heuristik, also ich verstehe es nicht auf gut Deutsch. Es ist ein Punkt, ich meine, das haben wir jetzt vor kurzem implementiert, ich müsste vielleicht das nochmal genauer anschauen, nochmal genauer werden, ob da wirklich nur die Guten rauskommen oder die vernünftige Verteilung, aber ich sehe keinen Grund, weil es im realistischen Sammeln nicht sofort besser sein müsste. Das Einzige, was mir noch einfällt, ist, dass der Spieler, der da spielt, so schlecht spielt, dass er selbst in guten Samples Mist baut. Also das ist, aber ich weiß es nicht. Ja, ich darf mich noch mal ganz kurz outen. Ich habe zu Grundschulzeiten Schafkopf gelernt und war bis heute Morgen dem festen Glauben, dass der Solo-Du das deutsche Wort Du ist. Heute habe ich gelernt, das ist das französische Tu, also das ist ganz neu für mich. Ja, das ist in der Schafkopfsprache so ein Mischmasch. Der Sie heißt ja auch, heißt Sie, genau, aber das ist französisch. Jetzt aber zu meiner Frage. Ja. Habt ihr so Ansätze wie das Klopfen, also nach den ersten 4 Karten zu doppeln oder das Contra-Re auch irgendwie mit berücksichtigt? Das habe ich in meiner App drin, das haben wir aber hier nicht trainiert. Also meine App, nochmal Schafkopf-App, Schafkopf-Champion, ist nicht das sexyste User-Interface, aber ist die App, die am besten Schafkopf spielt. Behaupte ich. Also, ich habe andere probiert. Ich bin felsenfest überzeugt, dass das bestspielende Schafkopf-App in Deutschland ist. Mal anschauen, mal probieren. Und die kann auch doppeln und die kann auch Contra und Reh und Bock und Hirsch und die macht das. Ja, dann danken wir unseren beiden Sprechern nochmal. Ihr steht ja sicherlich noch ein bisschen zur Verfügung vielleicht danach, und danke fürs Zuhören.
Schönen Nachmittag noch. Ja, vielen Dank.